Hey, wie geht's? Mein Name ist Matthias Blattmann und wenn du neu bist auf meinem Kanal, ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Ich hatte gestern wieder ein Gespräch, eine Besprechung, und zwar ist es um meine Hochzeitsfotografie gegangen. Und irgendwann, früher oder später, kommst du auf den Punkt, was kostet eigentlich ein Hochzeitsfotograf, respektive was hast du als Brautpaar für ein Budget, was willst du ausgeben für einen Fotograf? Und ich werde dir in dem Video ein paar Tipps und Tricks geben, dass du dir im Vorhinein kannst Gedanken machen, was kostet ein Fotograf, oder du als Fotograf, dass du dir kannst Gedanken machen, was soll ich verlangen als Fotograf? Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Preise, die variieren wirklich sehr extrem. Ich sage mal, oben raus gibt es keine Grenzen, so schön gesagt. Aber unten dran gibt es je nachdem auch fast keine Grenzen. Und da gibt es eben gewisse Unterschiede, die du kannst beachten als Brautpaar, auf was dass du schauen solltest, oder auch als Fotograf, so ein bisschen, was ist meine Einsteigergrenze oder wo du nicht einsteigen. Ich will dir in dem Sinn in dem Video nicht eine fixe Zahl zeigen oder irgendetwas, weil das variiert je nach Angebot und so weiter. Und da kommen wir auch schon zum Ersten, wo eine ganz wichtige Rolle spielt. Geh mal ins Internet, gib mal ein Schweizer Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotograf und schau mal die verschiedenen Preise an und die verschiedenen Leistungen. Dort hat es wirklich einen sehr grossen Unterschied. Ich persönlich von mir muss sagen, ich habe keine Preise ins Internet eingestellt und das ist ganz bewusst so, weil für mich persönlich ist es so, jede Hochzeit ist so einmalig und einzigartig. Darum sind meine Preise eigentlich auch bei jedem Angebot einmalig und einzigartig. Ich habe fertige Bündel oder Pakete, die ich geschnürt habe über die letzten Jahre, wo ich einen fixen Preis hinterlegt habe, dass man so einen Anhaltspunkt hat für das Paar, wo man sich bewegt. Aber eben, jede Hochzeit ist so individuell und einzigartig, dass man dort wirklich so ein bisschen Feinjustierungen muss machen. Was du nachher als Fotograf dir kannst überlegen oder auch als Brautpaar schauen, was sind die Leistungen dahinter? Ist es nur die Fotografie? Ist es inklusive Bildbearbeitung? Wie viele Bilder? Das ist immer so ein heikles Thema. Ich finde das schwierig, man sollte es nicht irgendwie auf Bilder begrenzen. So viele Bilder komme ich über, weil es bringt dir schlussendlich nichts, wenn du für 11 Stunden 2000 Bilder überkommst. Du wirst nie fertig mit schauen und hast vielleicht alles Mögliche drauf. Darum, dort habe ich mir über die Jahre angewöhnt. Ich habe am Anfang, ich glaube, eine Hochzeit gehabt. Jetzt habe ich sicher 500 Bilder oder so abgegeben. Also gewaltig, und das Brautpaar oder die Leute werden nachher überrollt mit Bildern von dir. Und ganz ehrlich gesagt, auch am Anfang, wo ich ganz frisch gestartet habe ich so ein bisschen Freundschaftspreise gehabt, wo ich wirklich auch für mein Portfolio etwas gebraucht habe, Referenzen, wo ich durfte für Freunde und Kollegen fotografieren. Und so viel mir ist, habe ich glaube die erste Hochzeit, die ist glaube ich etwa einen halben Tag oder so gegangen, habe ich glaube um die 700-800 Franken verlangt. Also wirklich sehr, sehr günstig. Wobei ich sagen muss, die Hochzeit ist eigentlich noch gegangen, das Fotografieren war auch super gewesen, aber was ich dazu mal extrem unterschätzt habe, ist die ganze Nachbearbeitung. Du hockst nachher wirklich sehr, sehr lang dran, um die Bilder aussuchen, um die besten zu finden, um die zuschneiden, um das nachher zu kategorisieren oder eben, wie ich es mache, in einzelne Ordner nachher auf den Tagesablauf reinbüscheln. Und da bin ich wirklich sehr auf die Welt gekommen. Und bei mir ist jetzt wirklich, hat sich so ein bisschen eingependelt. Ich kann eben mit dem rechnen, wenn ich eine Stunde fotografiere, habe ich etwa zwei Stunden an der Nachbearbeitung und an der Bearbeitung der Bilder. Und dann gebe ich mir einen gewissen Druck, einen gewissen Stress, dass ich effektiv und schnell bin, aber gleich, dass die Qualität wirklich sehr hoch im Niveau innen ist. Ja, ich habe auf der Internetseite aufgeschaltet so eine Broschüre, wo man die ganzen Angebote sieht, wo ich die verschiedenen Tagesabläufe drin habe, dass ich das Brautpaar etwas vorstellen kann. Und ich habe jetzt einfach zwei, also es sind drei verschiedene Varianten. Eine ist 3 Stunden, eine ist 7 Stunden und eine ist 11 Stunden. Und dort ist wirklich ganz bewusst, jetzt zum Beispiel, weil das 3 Stunden Reportage ist schlussendlich etwa 9 Stunden hinter dem Ganzen. Das heisst, wenn du genau willst rechnen oder wenn du denkst, okay, was kostet das effektiv, dann kann man wirklich eigentlich darauf gehen, dass man den Preis rechnet oder den Gesamtpreis und nachher durch die, was haben wir jetzt gesagt?
wenn man jetzt eigentlich die 9 Stunden oder den Preis durch die 9 Stunden rechnen will. Die Frage vom Video: Was ist dir wichtig beim Preis, wenn du einen Hochzeitsfotograf suchst? Schreib es doch bitte in die Kommentarfunktion unten rein. Ich bin mir sicher, du kannst ganz vielen anderen Brautpaaren mit dem Input auch weiterhelfen. Was nachher sehr wichtig ist beim Gespräch, oder respektive ich wünsche eigentlich immer ein Gespräch mit dem Brautpaar, dass ich ihnen alles erklären kann, dass ich erklären kann, wie ich arbeite, was mir wichtig ist. Ich kann erfahren, was ist am Brautpaar wichtig, was haben sie für Vorstellungen, und eben stimmt so ein bisschen die Chemie zwischen dir und mir für das Ganze, für den Anlass, weil schliesslich verbringst du je nachdem einen ganzen Tag oder sehr, sehr viele Stunden miteinander oder in der Nähe voneinander, und für mich ist da wichtig, dass es wirklich eins zu eins funkt, dass das überspringt, dass wir ein gutes Verhältnis haben miteinander, untereinander. Und es wäre schaurig doof, wenn du irgendwie eine Offerte ausstellst oder irgendeine Zahl schickst, was ich verlange oder was du verlangst, und nachher triffst dich dann im Nachhinein zum Gespräch und irgendwann merkst, nein, irgendwie ist das gleich nicht richtig oder irgendwie stimmt das gleich nicht zwischen uns. Sau doof, dann müssen sie nämlich jemanden Neues suchen und du denkst, Kopf, okay, das ist jetzt glaube ich doch nicht so schlau gewesen, einfach eine Zahl schicken oder Offerte. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn die Leute gar nicht gesagt ist. Also für mich persönlich finde ich jetzt so ein Treffen, finde ich immer, egal wenn es jetzt halt mal online müsste sein, aber ein Treffen ist immer sehr wichtig, um sich kennenlernen, um ein paar Punkte ansprechen und besprechen. Was ich mir dann gemacht habe für mich selber, ist so ein bisschen eine Checkliste, wo ich eigentlich durchgegangen. Mit dem Brautpaar. Und dort ist wirklich so ein bisschen dann aufgeschrieben, die Hochzeitreportage, die Anzahl Stunden. So ein zum Wissen, was wird das Brautpaar, wie lange bin ich dabei, bin ich bis um Mitternacht, bin ich bis vor dem Nachtessen und so weiter. Ich empfehle dort immer ein bisschen Frage vom Video für dich als Hochzeitsfotograf. Was ist dir wichtig bei deiner Preiskalkulation? Schreib es doch bitte unten in die Kommentarfunktion. Ich bin mir sicher, mit dem Input kannst du ganz vielen anderen Fotografen auch weiterhelfen. Ich empfehle dort immer, dass ich vielleicht im Abend noch ein bisschen dabei bin, aber es gibt immer so einen Zeitpunkt, wo man vielleicht auch froh ist, wenn die Gesellschaft allein ist, und dann muss der Fotograf nicht mehr nur sein, weil dann kannst du vielleicht eine Kamera oder eine Polaroid-Kamera nehmen zu Herren stellen oder eine Fotobox aufstellen. Dann natürlich ganz wichtig, das Datum von der Hochzeit, der Ort von der Hochzeit, wo ist die Kille, wo ist der Aperitif, wo ist das Nachtessen. Das ist noch etwas Wichtiges. Und dort, wenn wir wieder eben dazu kommen, wie viel kostet ein Hochzeitsfotograf, jetzt tun wir nicht zu fest abschweifen vom Thema, sondern machen wieder einen Bogen zurück. Zum Was kostet ein Hochzeitsfotograf? Dort auch ganz wichtig. Eben gibt es irgendwelche Überraschungen? Werden auf einmal Kilometer separat berechnet? Sind Kilometer inklusiv? Als Fotograf musst du dir das auch überlegen. Ich habe zum Beispiel jetzt, wie kann ich es euch erzählen, das habe ich eben mal angepasst. Ja, genau. 45 km An- und Rückfahrt habe ich in meinen Preisen inkludiert. Alles, was nachher dazukommt, wird separat berechnet. Und auch das ist wichtig für das Paar zu wissen. Dass nicht irgendwie Überraschung haben oder dass du nachher mit der Rechnung kommst, ja, es kostet jetzt zweimal mehr. Das Gleiche, wo ich nachher habe, die Adresse von der Kille, vom Aperitif oder vom Nachtessen, je nachdem, wie das halt offen ist. Dort dann auch unbedingt ganz genau die Adresse wissen von der Kille. Ist dann doof, wenn du bei Zeiten bist oder sogar zu früh und dann noch einen extra Weg machst. Mit der Kille-Anfahrt ist so eine Sache, es hat immer mehr wie eine Kille im Dorf. Und es wäre doof, wenn du eine extra Schlaufe oder extra Rundung hast gemacht. Das ist für dich ein Aufwand, je nachdem nachher für das Brautpaar überraschenderweise auch ein Aufwand. Und das Gleiche nachher beim Aperitif und Nachtessen, dass du wirklich dort eine genaue Adresse hast, genaue Ort. Was ich angefangen habe, ist, in meinen Preisen sind auch inklusiv Ätztig, dass wir die Location zusammen noch anschauen können, wenn das in der Region ist. Ich bin da im Kanton Zug, in Oberäger, in die Heime. Und da kann wirklich sehr gut in der Region oder in der Nähe schnell mal einen Nachmittag das Ganze abfahren, ein paar Stunden. Und das ist eine Erleichterung für das Brautpaar, für dich als Brautpaar oder für dich als Fotograf. Wenn du das mal kannst, anschauen, die besten Spots raussuchen, und du kannst dir dort wie auch schon ein bisschen Gedanken machen, was mache ich, wenn es regnet? Ja, es regnet manchmal an einer Hochzeit. Was mache ich, wenn schön Wetter ist? Wo haben wir dort den besten Spot? Und du kannst das wirklich eins zu eins mit dem Brautpaar vorbesprechen.
Aber das ist natürlich auch immer ein Wunsch vom Brutpaar, ob sie das überhaupt wollen oder lieber nicht. Ich wünsche dir nur das Beste als Fotograf bei deinem nächsten Hochzeit. Fotografieren dir als Brutpaar, um den optimalen und perfekten Fotograf zu finden. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.